Hallo und willkommen zurück zur inzwischen dritten Folge von Dead Island 2. Wir sind immer noch am Zombies klatschen hier in LA und immer noch im gleichen Haus, wo wir die letzte Folge beendet haben. Mein Bruder sucht immer noch irgendwelche Schlüsselkarten. Los, los. Ich will einfach nur zu den Behörden und sagen, dass wir immun sind. Die Frage ist, wo sind diese komischen Schlüsselkarten? Wahrscheinlich wieder so offensichtlich, dass wir sie übersehen. Stimmt. Aber hier kommen wir ja auch nicht rein. Was ist denn hier? Ziegenstall, Hauptschlüssel. Warum eigentlich Ziegenstall? Das hier ist Ziegenstall Productions oder was? Ja, scheint wohl so. Goat Pen Productions oder wie die heißen. Ja, keine Ahnung. Meinetwegen können wir Hier auch liegt weglaufen. Bargeld. Ist ja witzig, dass ihr. Leute, hast du dir gerade den Arm weggetreten, sag mal? Ich hab sie gerade dazu befördert, dass sie schwimmen gehen darf. Der Arm liegt noch hier. Ja, was soll ich sagen? Hast du wohl vergessen? Wo hohe Kräfte am Werke sind. Oh. Toll. Und du sorgst dafür, dass der Kopf verliert. Kopfschusskomplex, Herausforderung abgeschlossen. So, ich würde sagen, wir ziehen Richtung. Richtung Hauptquest. Sicherlich können wir zurückkommen. Ja, natürlich. Ich habe auch gelesen, es gibt glaube ich nur 10 Areale, glaube ich, oder so. Back on okay. track. Oh, back Result. On track, ja. So, ich schau mal kurz. So, da ein Loch, hier ein Loch, da brauchst du auch noch ein Loch und da soll ein Loch. So. Bring only what you need, ja. Das Ding, das rutzelt dich vorweg. Das war ein Anschlag auf mein Leben. Ach du Scheiße, was war das denn? Kannst du mich mal eben aufheben, bitte? Nein, das ist zu re. Oh, wer bettelt dann da um so ein Leben? Stop faking it! Schluss mit dem Theater. Stop faking it, also hallo? Ich wusste nicht, dass eine 12-Volt-Batterie das machen kann. Aber wahrscheinlich wird Zunge dran geleckt. Oh, hier. Kennst du mit der 9-Volt-Batterie damals auch. Wir haben ganz schön komische Autobatterien hier. Ey. Was? Rechts und links und rechts und noch ein Tritt in die Fresse und Schädelklopfen. Okay, ich sollte gehen. Ich hab da gerade alles im Brand gesetzt. Ja, ich merke das schon. Du hast auch irgendwie alle angelockt. Ich war ja lange mal eingegriffen, Auto. Fliegt mir wieder quer durch den Bildschirm. Er kommt angeflogen. Gut, gut, der Head. Bam, weg mit dem Kopf. War das hier noch bei Dings? Ab mit ihrem Kopf. Weiß ich nicht mehr. Alice im Wunderland war das. Mit dem Hutmacher, mit Johnny Depp. Ja, hier im Bus sind auch noch einige Sachen drin. Ne? Ja, da war ich schon fleißig am Looten. Da hast du schon geblutet, okay. Gut, Koffer. Ich hab doch bestimmt wieder Waffen, die ich wegschmeißen kann, oder? Nein, nicht Map, ich wollte einmal den Rucksack. Nö, sieht eigentlich gut aus. Okay. Ich muss erstmal recyceln. Behind this point, okay. Ich würde sagen, wir haben zurückgespielt. Ja, wahrscheinlich. Sieht gut aus, ne? Also, ich finde grafisch sieht echt gut aus. Jo. Ach so, das ist der nächste. Zum nächsten Ort kommen wir da. Haben wir denn wirklich hier schon echt alles? Ja, wir können ja zurückkommen mit Sicherheit. Nein, wir haben definitiv nicht alles. Wenn du vom Meer guckst, siehst du ja, was überall noch liegt. Naja. Da liegt noch, da ist noch ein Sicherungskasten, da ist ein Safe. Haben wir überhaupt schon alle Fragezeichen aufgedeckt? Ja, sieht fast so aus. Ja. Also wenn du so ein 100% machen willst, dann ist natürlich vieles zu tun, ne? Wir gehen aber erstmal zum nächsten Ort. Enter annehmen.
Aber wir müssen den Behörden Bescheid sagen. Das ist wie in Deutschland. Hier musst du für alles eine Genehmigung haben. Wir haben einen richtigen Passierschein wahrscheinlich. Und die Ladebildschirme sind auch sehr interessant gestaltet. Mein Lager hat ein Messer im Auge. Schuriken. Was? Hier sind Schuriken. Wurfgeschosse. Oh, hier ist was Blaues. Ja, da kommt die Armee gerade. Ich sag auf jeden Fall, wo die Armee hingeht. Die haben da was im Kopf, was da nicht hingehört. Warte, also ich will mal eben. Wurfgeschosse, kann ich die ausrüsten? Wie kann ich die denn werfen? War mit E. Ach, mit T wechsle ich die Wurfgeschosse. Ah, okay. Was machst du? Weiß nicht. Du bist Feuerwehrmann, das weißt du, ne? Du musst sowas verhindern, nicht auskippen. Meinst du, das fällt hier noch auf, oder was? Warte mal. Aber habe ich den gerade angemalt mit dem Öl? Oder mit dem Treibstoff? Treibstoff. Lol. Er rennt nur noch mit Treibstoff durch die Gegend. Zünd doch mal an, die Scheiße. Ja. Geht nicht. Hast du gerade einen Schuriken geschmissen? Ja. Daraufhin haben wir den Kopf verloren. Ja, hier hängen bei mir zwei in der Luft auf jeden Fall. Munition, Vorratskiste, Schlüssel erforderlich. Wie brauchst du alles geschüttelt? Hier ist eine Werkbank, falls du was bauen willst. Kann ich eigentlich was reparieren? Ja, mit Enter. Okay, Enter gedrückt halten. Da kann ich auch. Ah, ich hab das Messer wieder. Hier, können wir alles in Brand setzen. Nun Feuer, keine gute Idee. Sag ich doch, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Voll Psychopathen. Hier kannst du direkt löschen gehen. Für die richtige Abkühlung hier. Halperin Hotel, okay. Links Zone 2. Da kommen wir nicht lang. Da hat ein Zombie gerade ein Ding auf dich geschmissen, die Batterie. Hey, das ist ein ganz spaßiger Heim. Er kommt da wieder angeflogen, ne? Ja, ich hab doch Boni drin. Bonusschein. Aber wo Boni? Lass mal eben, siehste. Haben wir eigentlich neue Karten freigeschaltet? Ja. Sicherheit geht vor. Stärke deine Verteidigung. Ne, das will ich nicht. Lacht ein totes Gesicht. Konterangriff auf Zombies. Nee. Der Gebrauch eines Medikits löst eine kraftvolle Explosion aus. Nö. Ich brauche keine Medikits. Gut, lass ich erstmal so. Ich brauche keine Medikits. Du hast das so mit den Köpfen ab. Ja, das kann ich nicht. Ich hau mit der Maus, sag ich schon. Mit dem Messer zu, mit der Maus. Ich hau mit der Maus. Stirb, Mickey Maus. Oh, der hatte. Ich hab du stehst es auch geil. Du stehst daneben, guckst erstmal zu, wie der da. Ja, ich hab den Generator. Ist. Ich hab den Generator angemacht, dann war das vorbei. Das ich Leiden. Jetzt mach ich wieder aus. Trotzdem wieder nicht reingehen. Wow. Bill City's on fault lines, folks. Hier ist was auf der Bank gewesen. Irgendwie so ein Tape. Red Spider. Oh, hier sind ein paar Partygäste noch. Das ist so doof. Zombie-Raumfahrt. Programm, Herausforderung abgeschlossen. Echt? Ja. Leider, der Schuri kann mitten im Kopf stecken.
Ich will meine Dings wieder, meine Heugabel ausrüsten. Ich hab da die Heugabel gerade reinge. Ich hab's gesehen, die kommen alle. Ja, weil Alarm an ist. Guck mal, der Elektroschock, der beiden sieht bis hinten aus, okay? Ja. Der ist voll angekokelt. Der Zombie hat die richtige Moves drauf, voller Mausweichen. Mal, bis jetzt bei. Kann den nicht mit der Machete schwingen, wenn ich im Wasser bin. Kommen die auch immer alle her, sag mal. Ich hab keine Ahnung, ich weiß, wo sie hingehen. Was ist hier bald? Von Pediaküffel, okay. Was hast du gerade genuschelt? Tom Pedia Kyrophäe, Kyrophäe, Kyrophäe. Augenerfolg. Jamals Vorräte, Jamals Kistenschlüssel, Jamals Munition. Ja, wo ist Jamal? Das musst du Jamal fragen. Na, ich glaube nicht, dass er mit uns reden möchte. Du weißt doch gar nicht, was er gesprochen hat. Könnte natürlich sein, aber ich bin. Du kannst hier drin rum, komm her. Allein mit Knorpeln. Also. Dafür bin ich nicht qualifiziert genug. Tut mir leid. Du bist ein Feuerwehrmann. Ja, aber ich hab. Tut mir leid, ich hab nicht die Zusatzausbildung Schleim mit Knorpeln durchwühlen. Ja, hast du da kein Zertifikat für? Nee, ich hab das Seminar geschwänzt. Was? War die frei, sorry, ey. The Halperin Hotel. Guck mal. Warte mal. LOL. Du bist nicht beim Speerwahlwurf, oder? Ich glaube, das Ding kriege ich nie wieder. Wahrscheinlich nicht. Na ja, hast du nichts mehr zu schlagen. Oh. Das war ein paar Dreiloch. Ja, können wir auch mit Putten oder was? Irgendwie sehen die alle nicht mehr so ganz gesund aus, ne? Also irgendwie muss ich ja sagen. Hab ich doch wieder gekriegt. Steck dir noch oben in der Hecke. Da, wo es hingehört. Ja. Kontaktiere die Behörden. Der Punkt ist. Oh Gott, wo müssen wir denn ganz suspicious vibe. Hier, das sieht irgendwie so ein bisschen verdächtig aus hier. Moin. Oh, das hat uns wehgetan haben. Sag mal, ne, fliege ich da. Ist das die neue Form von Physiotherapie oder was? Hau mal. Ups. Ey, hier war doch gerade dieses, da. Wo hast du das denn gerade hergezaubert? Das lag da. Das müssen wir bestimmt irgendwo einsetzen oder so. Ja, weil hier ist. Warte mal, das macht sogar Sinn. Weil hier im Bus, guck mal, da hinten steht was hinter diesem Elektro. Ich denke, wir müssen das Wasser irgendwie ausdrehen, damit wir da hinkommen. Okay. Die Frage ist, wo drehen wir das Wasser aus? Ich wollte ja fast mal sagen, lass uns der Leitung folgen, aber irgendwie ist die ja so ein bisschen unterirdisch. Oder so schwierig. Hä? Oh, gute Frage. Mit deinem Haus? Der geht in eine Tiefgarage rein, vielleicht hier unten irgendwie?
mit Magnetstoff verschlossen. Oh Gott, das heißt, wir müssen so viele Dinge normalerweise finden. So, da ist nichts, da ist auch nichts. Brennt das hier schon wieder alles? Ich hab, glaube ich, jetzt fast umgelaufen. Umgelaufen? Wie ja, läufst umgelaufen, du da? Ist umgestoßen. Das, der kann ja nicht, wenn das ganze Öl da rausläuft. So, ich pack das jetzt hier auf den Boden. So. Zahle anfängt zu brennen, oder was? Geh hier rein. Okay. Ich glaube, wenn ich da jetzt durchrenne, ich glaube, das wird nicht so. Egal. War da eine Tiefgarage? Ja. Lass mal reingehen. Lass mal eben kurz nochmal hier in diese. Können wir nicht, Magnetschloss. Achso. Ich sag ja, wir müssen irgendwie. Können wir. Oh. Oh, verdammt, ich hau ab. Ciao. Wo kommst du denn her? Der sieht so ein bisschen offiziell aus. Der könnte euch zum Laden. Stumpf, ey. Hallo, Alarmanlage, geh auf. Komm, komm nicht ran. Ab in den Hintern und immer rein. Hier in den Hintern und da in den Hintern. So. Und ins Gesicht und nochmal ins Gesicht und ins Auge und ins Gesicht und weg mit dem Kopf. Das ist aber easy. Security, tolle Security. Okay. Alarmanlage. Hier ist ein Ostbau oder so? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Komm, so ein komisches Blätter-Symbol, das Level. Totenkopfhacke. Und sie reißen dich ein Stück, wenn du nicht aufpasst. Vielleicht sind sie ein bisschen zu stark. Aber sich mit dem Spiel und im Level hoch, damit du ein bisschen aufnehmen kannst. Sie sind zu stark für uns. Ja, der eine ist ja tot. Der ist tot, der eine. Jo, die wollen mich gerade packen, dass sie geflogen. Aber einmal ein bisschen Heugabel ins Gesicht gesteckt und dann war vorbei. So, nochmal. Weißt du, so ein riesengroßes Drama, da droppen die nicht mehr was. Ich würde das mal zudrehen, bitte. Danke. Da brauchen wir echt hier einen, hier war eine schöne Achse. Ja. Ein Kochmesser, okay. Taschenlampe? X war Taschenlampe, ja. Ja. Ein paar Koffer. Proteinriegel, sehr schön. Also Spiele sind erst dann gut, wenn Erkunden belohnt wird. Was Grünes auf jeden Fall. Was Grünes, ja. Mal gucken, mal Inventar hier abchecken. Was haben wir denn hier? Das Licht hat hier voll einen Schatten an die Wand geworfen. Ich habe mich gerade eben so erschrocken. Inventar voll? Okay. Wahnsinn, Leute, ich muss ein bisschen was recyceln, was ich schon wieder alles im Inventar habe. Ja, Dito. ...130er Rohrzange des Perforators, die wir gerade eingesammelt haben. Was hat die denn, Tiles, Enter tauschen, ablegen? Nee, die Tiles. Ungewöhnliche Nahkampf-Perforator-Mob. Deine Waffe kann Blutungsschaden zufügen und erhält einen kleinen Schadensboost, okay? Und Kopfjäger, ziele auf Köpfe für kritische Treffer. Ja, das war voll dein Ding, ne? Ja, natürlich. Köpfe und wegtreten. Ja, dann ist hier wohl irgendwie nichts mehr. Ja, doch, wir sind wahrscheinlich einfach nur zu doof, was zu finden. Das ist das Problem. Das würde ich nicht ausschließen.
Ja, die kriegt echt guten Schaden, nicht schlecht. Er ist voll geblubbert, ey. Nein, ich bin meine Heugabel. Aber irgendwie... Ist das so? Schlimmer Elektroschaden? So schlimm war der Elektroschaden jetzt auch nicht. Ich finde das witzig, wie er ihm halt immer die Heugabel ins Gesicht steckt. Ah, geh weg. Die hat gerade eine Hand verloren. Ja, passiert mal, wenn man gegen den Kopf schlägt. Der Kiefer, wenn der so runterhängt. Und die Augen, wenn sie auspoppen. Oh Gott, keine Ahnung. Hier gibt es Elektronik rum, ein paar Stockteile. Aber was das denn für ein erbärmlicher Versuch? Er wollte mich angreifen von der Seite. Buscheln, ja. Wo kommen die alle her, sag mal? Der Magnetschloss verschlossen. Oh Gott, ich sollte auch in die Scheiben anschlagen. Toll. Maybe there's some grunts holed up inside. Wir sollten eine Schönheitsoperation anbieten. Ich würde uns ja nicht so ganz vertrauen, ne? Halt mal kurz hier die Nase. Ja, die kriegen wir Gewichte, kein Problem. Stillhalten, bitte. Zack, ist der halber Kopf ab. Ja, wir haben auch gesagt, wir richten nur die Nase. Für alles andere übernehmen wir keine Garantie. Also wenn der Arzt ankommt und mich mit der Machete operieren möchte, dann frage ich, zweifle ich dreimal an seiner Kompetenz. Ja klar. Wahrscheinlich will er dann auch mich mit einem, keine Ahnung, Baseballschläger narkotisieren. Ja, Einschlag. Du brauchst Heal, brauchst du ein bisschen. Ja, trifft mal Not aus am Hinterkopf. Ich trinke ja schon viel Energy, ne? Aber der Dude hier, der trinkt ja... So, wir müssen wohin? Mein... Ich meine, wir prügeln uns nach links und rechts und wissen gar nicht... Ich kontrolliere mal eben mit Batterien. Ich weiß nicht, fang mal, oder? Kann ich mit Zirkus auftreten. Oh, die roten Teppich ausgeräumt. Ist schon so weit, ja? Lol. Merke dir, ich heb keine Batterie auf. Someone give me a fucking ich komme! Nix! Halt der F gedrückt, um dich den Tod hinzugeben, ja? Sofort. You're fine. Let's go. Ja, siehst du, ich fake wenigstens nicht. Die Fake wenigstens. Was? Schutzanzug. Er ist voll verbrannt, ey. Der ist kaputt, ist der. Ich frag mich immer noch, was die für Autobatterien haben, dass sie da eben mal jemanden so abfackeln können hier. Ja. Das. Ja, genau. Du bist auch so ein Sprengstoffmeister, ey. Ja, natürlich. Du schubst nur ran. Welche Konfigurationen haben sie denn? Ja, alle. Take it out. Oh, da sind beide. Jetzt nicht mehr. Bringen sie alle um. Jo, ja, catch them all. Nee, falsches Spiel. eindeutig falsches Spiel. Der allerbeste Sache. Ich hab hier so ein komisches Werkzeug. Könnt ihr das mal bitte
Lol. Ich spüre die Batterie angepasst, ne? Where is everybody? Ja, du musst ein bisschen durchhalten. Ich muss mal eben hier. Ich bin jetzt ein Viertel tot. No. Ach du Scheiße, die explodieren? What? Bin jetzt ich komm. Ich muss nochmal eben schnell den Schlüssel rausklopfen. Danke. Gerne. Warum? Der Scheiß Machete ist kaputt. Shit is how I describe the outlook so far. Schließfachschlüssel kann ich ganz schön lesen jetzt. Jetzt muss man eben hier ein bisschen. Hier ist noch was hinter der Rezeption: Todesspirale. Welcome to the Halperin Hotel, where we are dedicated to providing you with the ultimate luxury getaway. Schlüssel. Wedding planning services, press 2. Other event bookings, press 1. For intimate weddings, press 1. No, keine Ahnung. Would you like to join our Platinum membership plan? You'll get exclusive annual... Wir haben Rotten Ereignis auf dem Projekt, komm sofort. Hello. Welcome to the Halperin Hotel, where we are. I need that radio. Boom, boom. Hey, boom. Hotel California. Who the? What? How does she know I'm here? Whatever. I need that radio, and this major will let me in, or else. Military did not want anyone getting through this door. Dann hat auch was zu sagen, krass. Ich glaub's ja gar nicht. So, meine Lieben, aber wir sind wieder kurz vor einer halben Stunde. Ich beende die Folge hiermit. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.